Hallo ihr süßen Puppis, ich grüße euch. Ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Video. Und nein, ich war heute nicht einkaufen, sondern wie ihr unschwer erkennen könnt, nehme ich aus meinem Badezimmer auf. Das heißt, es wird heute sowas wie ein Beauty-Tutorial. Nein, keine Angst, ich fange nicht an, mich zu schminken oder so eine Konsorten. Nein, ich wollte euch eigentlich nur mal meine Kosmetiklinie vorstellen. Also nicht meine, sondern die Kosmetiklinie, die ich benutze. Denn meine süße Kerstin Kräft war heute wieder da, meine Heilpraktikerin des Vertrauens, und hat mir neue Produkte gebracht. Und ich habe gedacht, ich stelle euch die einfach mal vor, damit ihr auch wisst, warum der Dennis so schöne Haut hat und so faltenfrei ist und so knackig braun wird in kurzer Zeit. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal, was ich so in meine Sicht schmiere oder auf meinem Körper verteile. Also, wir fangen mal an. Ihr kennt sicherlich alle die normale, wir wollen mal Markennamen abdecken, Sonnenlotion, die wir alle im Sommer benutzen mit Lichtschutzfaktor 50 und was weiß ich, wie viele Chemie drin ist. Eigentlich kann uns gar keiner erklären, was da drin ist und was uns vor der Sonne schützt. Benutze ich nicht mehr. Blub, kommt in Müll. Denn Kerstin hat, die ist total toll, die hat ein Sonnenöl hergestellt. Ja, guckt genau hin, ein Sonnenöl. Daher habe ich die knackige Bräune. Mit Lichtschutzfaktor 20. Alles mit natürlichen Inhaltsstoffen. Keine Chemiekeule, keine Stabilisatoren. Keine künstlichen Aromen und Farbstoffe, sondern alles aus der puren Natur. Ich kann ja mal vorlesen, was drin ist. Olivenwarum, Breitband, Vitamin E, Lavendelöl, was haben wir noch drin? Limone, Limette, natürliches Vanillin, also alles pure Natur. Das ist das Sonnenöl. Ich kann es euch ja mal zeigen, wie es auf der Haut aussieht. Also so ein bisschen nehme ich immer für mein Gesicht. Ihr seht, wenn ich das einreibe, oh, da sieht man es, wie ergiebig das ist und wie schön sich das auf der Haut verteilen lässt. Also man braucht ganz wenig von den Produkten. Und oh, sie schnuppern auch so lecker. Oh. Also, das war das Sonnenöl. Dann kommen wir zur Sonnencreme. Auch mit Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 15. Also da wir hier ja nicht auf Haiti oder den Fidschis wohnen, reicht Lichtschutzfaktor 15 eigentlich komplett aus. Auch die ist wieder nur mit natürlichen Zusätzen, ohne künstliche Farbaromastoffe oder chemischen Zusätzen. Es sind in den Cremes keine Stabilisatoren drin. Das heißt, also keine künstlichen Hartmacher, Weichmacher, wie auch immer, keine Verbinder. Daher kann es sein, wenn die Creme ein bisschen länger stehen bleibt, dass sie so ein bisschen flockig wird. Einfach einen kleinen Spachtel nehmen, einmal drin rumrühren. Die Sonnencreme bin ich auch totaler Fan von. Und wie ihr wisst, war ich ja auch auf der Reha 6 Wochen und hatte echt Glück mit dem Wetter. Und habe alle meine Mitkloppis oder Mitpatienten, meine Lieblingsmenschen, mit dieser Sonnencreme versorgt. Und sie waren alle total begeistert. Ich zeige euch das auch mal hier auf der Haut. Es ist wirklich eine Creme. Sie ist weiß. Oh, und riecht so lecker. Da ist ein kleiner Hauch von Eukalyptus drin zum Kühlen. Ist ja bei den Temperaturen auch immer ganz gut. Und wie ihr seht, sie zieht auch ganz schnell ein. Es gibt keinen weißen Film. Und das Beste daran ist, diese beiden Produkte, diese beiden Sonnenprodukte, Sonnencreme und Sonnenmilch, machen keine Flecken in den Klamotten. Wie wir es von den normalen Sonnenlotions und Milch kennen, da gibt es ja immer diese gelben Ränder in der Wäsche. Wollen wir alle nicht. Also, die gibt es da nicht. Moment mal. Ja, auf jeden Fall eingezogen. Kein weißer Film mehr. Und auch die, total lecker. Also ich kann ja mal vorlesen, was da drin ist. Da ist Mandelöl drin, Shea Butter, Kokosöl, was haben wir noch drin? Limone, Limette und Eukalyptus. Total gut. Und die schnuppert, sag ich euch, die schnuppert so gut. Die schnuppert wirklich gut. So, was habe ich noch? Meine Favoriten sind natürlich auch mein selbstgemachtes Deo.
Ja, steht Deo drauf, damit ich auch nicht verwechseln. Nicht, dass ich denke, es ist Mundspülung. Nein, es ist Deo. Das ist auch ohne Aluminium, ohne Blei, ohne, ach, was weiß ich, Phosphate, FCKW, was da auch alle drin sind, diese Pumpflaschen. Salbei-Zitronen. Besonders zu empfehlen nach und vor dem Sport. Ich weiß, könnte auch duschen gehen, aber es ist ja nicht immer die Zeit zum Duschen oder der ein oder andere will auch nicht in der öffentlichen Dusche duschen. Also wie auch immer, whatever. Auf jeden Fall auch ohne, wie gesagt, ohne künstliche Aromen, ohne künstliche Zusätze von Chemie, sondern wirklich alles nur Natur. Ganz einfach herzustellen, aber total lecker. Also, mein Deo-Favorit. Oh, ihr merkt schon, ich schmink mich heute nicht mehr. So. Was haben wir noch? Wir bleiben mal bei den Pflegeprodukten fürs Gesicht. Hier habe ich heute eine Sensation sozusagen. Gibt es in Deutschland nämlich nicht zu kaufen, nur in einem ganz bestimmten Shop. Und meine Kerstin Kräft, die Heilpraktikerin meines Vertrauens, blinzel, blinzel, hat es besorgt und hat es in ihrem Programm. Und zwar ist es Aloe-Wasser. Von der Aloe-Pflanze. Eigentlich gibt es nur Gel oder Pulver, glaube ich. Aber das ist das reine Aloe-Wasser. Und man sieht es auch, wenn man ein bisschen hinguckt, guck mal hin. Man sieht die gute Qualität daran, dass es wirklich gelb und ein bisschen dickflüssig ist. Das ist für die Gesichtspflege. Oh. Ja, damit die Hautfeuchtigkeit hat, dann ab einem gewissen Alter wissen wir alle, da hilft nur noch Creme, Creme, Creme oder sprühen, sprühen, sprühen. Also Aloe Wasser, auch fantastisch. Dann habe ich, ach, habe ich fast vergessen, guckt mal, Kinders. Es gibt natürlich, wenn es Sonnencreme und Sonnenöl gibt, gibt es natürlich auch eine Aftersun Lotion. Jawohl, Aftersun Lotion. Fokussier bitte, Kind. Jawohl, Aftersun Lotion. Auch total geil, also früher habe ich mir immer Quark oder Joghurt auf den Körper verteilt, da sah ich immer aus wie ein kleines Marshmallow-Kind, aber ich nehme jetzt nur noch die Aftersun von Kerstin und wie man sieht, die Flaschen sind auch schon alle angebrochen, also ist jetzt nicht so, dass sie mir die gebracht hat und gesagt hat, jetzt mach mal hier ein kleines Video, nein, ich mache das ganz aus freie Stücke und weil ich diese Produkte einfach total liebe, also Aftersun Lotion auch erhältlich. Ja, wunderbar, Kinders, greift zur Natur. Wir brauchen alle keine Chemie. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme Aloe Vera. Auch für die Feuchtigkeit. Jetzt, wo es gerade, der ist allerdings wirklich noch neu. Wo es draußen so warm ist und man abends oft denkt, oh, ist meine Haut so trocken. Die ist so ausgetrocknet von der Sonne. Ich brauche was Frisches im Gesicht. Sehr schön, kühlender Effekt. Keine künstlichen Zusätze und keine Stabilisatoren, keine Farb- und Aromastoffe drin. Sehr geil. So, dann habe ich hier, alle fragen sich natürlich immer, ach Dennis, wie machst du das? Du hast keine, ist auch übertrieben, aber wenig Falten und so ein schönes Hautbild. Ja. Sagt dann immer, naja, es geht nur eins, Fett oder Falten. Ich habe mir halt für Fett entschieden, aber nein, es ist eine Lüge. Ich habe nämlich eine sogenannte Zaubersalbe. Ich nenne sie Zaubersalbe, weil sie zaubert mich glatt und schön. Und zwar ist es eine Gesichtscreme mit Inhaltsstoffen, die alle aus den Produkten der Biene stammen. Also Gelée Royale, Propolis, Blütenpollen, Honig, Bienenwachs. Ich mache die immer abends drauf, vorm Schlafengehen, so als Nachtcreme. Erstens riecht sie lecker, ich rieche immer wie ein Honiglutscher, sagt mein Mann. Und es ist wirklich halt nur Natur drin, ne? Also ich kann sie euch mal von der Konsistenz zeigen. Also sie ist wirklich auch gelb durch den Honig und das Bienenwachs, was da drin ist. Ich mache mal ein bisschen was auf meiner Handfläche. Könnt ihr das sehen? So. Verteile die. Also so wenig reicht wirklich fürs ganze Gesicht.
Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass alle Inhaltsstoffe, die da drin sind, so wie Gelée Royale, Propolis, Bienenhonig, Wachs, sowas wie ein natürlicher Hyaluron-Booster sind. Die führenden Markenhersteller der Kosmetikindustrie stellen auch solche Cremes her. Die heißen dann Magic Bee Creme und verkaufen sie für ein Vierfaches von dem Preis, was ich bei meiner Kerstin Kreff zahle. Und zwar kostet dieser kleine Topf von einem namhaften Kosmetikhersteller fast, ich glaube, 59 Euro. Ich zahle ein Bruchteil von dem und ich sehe gut aus. Wer behauptet jetzt jemand was anderes? So, dann haben wir, was auch immer sehr wichtig ist, finde ich, was gegen geschwollene Augen und müde Augen. Das ist die Augenfeinlotion, Kinders. Zoom mal. Fokussier mal. Augenfeinlotion. Auch mit tollen Inhaltsstoffen. Da ist der erste Bestandteil da drin ist Kornblumenwasser. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Natur, weiß, dass bei uns kaum noch Kornblumen wachsen. Dadurch, dass die Großbauernindustrie ja ganz viel Glyphosat streut und spritzt und was weiß ich. Und dann geht das meist verloren, weil auch Kornblumen wachsen dann nicht mehr. Ne? Daher ein sehr seltener Rohstoff, den Kerstin aber auch selbst sammelt in ihrem Garten. Die pflanzt alles, was hier drin so vorkommt, pflanzt die nicht in ihrem Garten an. Und das, was sie nicht in ihrem Garten hat, holt sie sich einmal mehr aus Indien. Die fährt immer Richtung Oktober. Einmal nach Indien, macht da ihre Einkäufe bei ihren Vertragshändlern und Partnern und kommt dann nach Hause und stellt in ihrer kleinen Hexenküche so tolle Produkte her. So, was haben wir noch? Wenn wir schon beim Creme sind, dann bleiben wir auch beim Creme. Ich habe hier, guck mal, auch schon benutzt und ganz viel. Eine total tolle Bodylotion. Auch wieder gelb. Keine Stabilisatoren, keine Verstärker, keine zusätzlichen künstlichen Aromen und Farbstoffe drin. Und ich schüttel immer alles oder rühre immer alles, weil dadurch, dass da wirklich keine Stabilisatoren drin sind, setzen sich die einzelnen Komponenten ab und man muss sie wieder zusammenfügen. Ne? Und deswegen schütteln wir die, pulle mal ein bisschen. Das ist, eine Bodylotion, auch wieder gelb, mit Sandelholz. Mit Sandelholz und die hat einen total kühlenden Effekt. Und gucken Sie, kommen mir schon vor wie ein Verkaufsfernsehen. Ist aber kein Verkaufsvideo, Kinders. Ist nur ein Tutorial. zieht auch sofort ein und gibt auch einen kühlenden Effekt. Ich kann ja nochmal vorlesen, was da alles so drin ist. Was haben wir da drin? Was ist das? Fruchtöl, Sandelholzöl und Ramonolis, Aqua, also Wasser, denke ich mal, ist da auch drin. Deswegen kühlt die so schön. So, jetzt haben wir noch was aus der Rubrik Wohnungspflege. Ein kleines Raumspray. Dieses Raumspray Clean heißt es, ist auch wieder selbst hergestellt aus ganz allen natürlichen Zusätzen, also alles natürliche Inhaltsstoffe. Lavendelöl selbst hergestellt, Eukalyptusöl selbst hergestellt, Fichten, Kiefernadelöl selbst hergestellt. Ich benutze das immer, ich habe mich gestern den ganzen Tag damit eingesprüht, weil es so geil riecht. Wenn man in der Wohnung was brät oder was kocht, was die Wohnungsgerüche übertüncht, dann sprüht man davon 2-3 Stöße in den Raum und schon ist der schlechte Geruch dahin. Dann kommen wir noch zur Herrenpflege. Ich habe hier noch ein Bartöl, weil ich ja auch so ein Bärtchen trage immer. Auch von Kerstin hergestellt, auch ohne künstliche Zusätze von Aromen und Farbstoffen. Total ergiebig, diese Pulle reicht, glaube ich. Ja. Und es kommt alles aus der Region. Blinzel, blinzel, blinzel. Und ich benutze wirklich tatsächlich kaum noch andere Produkte, seitdem ich Kerstin kenne. Also ihr Süßen, das war mein erstes Kosmetik-Tutorial. Ich grüße euch. Tschüss, ihr süßen Puppis. Tschüss.